Mann, komm schon, mach schneller mit dem Upload. Los, 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 los. Wo sind die Penner? Oh, komm schon. Na, komm schon. Alter, was ist denn da hinten für ein Wagen geflogen? Na, komm schon. Echt jetzt? Ich hasse es, wenn man diesen scheiß Helikopter nicht sieht, ne? Ah, oh, sieht er mich eigentlich noch? Der Heli? Oder ist er auch schon? Dieser Heli, Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich den denn sehen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch nervig. Ja, lass mich doch in Ruhe, Alter. Ich will nur diesen Fick-Ding sie sehen, um den auszuschalten. Das ist echt ne? Eins der nervigsten Sachen hier überhaupt. Dass man da nicht hochgucken kann wegen dem scheiß Heli, um den auszuschalten. Jetzt. Oh Mann, ey. So, jetzt schnell aufs Boot und hoffen, dass wir die Scheiße dann loswerden. Alter, was ist denn hier für eine Lichtshow eigentlich? Ja, komm weg da. Keine Zeit hier. Ja, du hast eh nichts zu sagen da hinten, scheiß Heli. Ich hoffe, hier sieht mich keiner. Na komm schon. Jetzt kommen da auch noch welche. Na komm schon. Ah, jetzt muss nur noch die Scheiß. Nein. Na komm schon, Zeit. Wehe, mich sieht einer, Alter. Dann kriege ich die Krätze, ne? Na komm, 30 Sekunden noch. Hopp, hopp. Ich will doch nur die letzte Mission schaffen. Die ist schon nervig genug. Nein, nein. Gleich mal ausschalten, Alter, bevor du überhaupt irgendwas tust. Wehe, der sieht mich. Ich sag's dir. Hau ab. Na komm schon, oh, die Zeit läuft so langsam. So nervig. Okay, dann geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie. Ach, auch Na, egal. egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aussehen. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Na, hoffentlich. So, jetzt nur noch einen vernünftigen Weg hier. Aus dem scheiß Wasser rausfinden. Hier sollte. Ja, jetzt geh doch raus da, bevor das noch weiter vom Land wegtreibt. Mann. So, ich hoffe, der Penner hat nicht noch mehr Asse im Ärmel hier. Sondern wir kriegen ihn jetzt endlich mal. Ja, erstmal den Weg checken hier. Wo geht's denn lang? Da geht's hin. Ach, das war das. Ah, ja, okay. Das war das erste Ding, sieh genau. So, jetzt brauchen wir aber erstmal einen fahrbaren Untersatz, sonst dauert das ja ewig, ehe wir da sind. Wir könnten auch mal laufen, aber nee. Nee, laufen ist nicht. Na, komm schon. Ich brauche ein Auto.
Du hast... Da war doch ein... Aha, da stehen welche. Okay. Ja, ja, fahrt ruhig alle. Ich nehme da hinten eins. Bin ja gleich da. So, mal gucken, was mich jetzt auf dem Weg noch erwartet. Ob das nochmal so eine Höllentour wird oder nicht. Ich hoffe ja nicht. So, ja, ja, wenn ich schnell genug bin, schaffe ich das schon. Gerade sagen, nur kein Aufsehen erregen hier. Nee, das schaffen wir nicht. Wir wollen ja mal ein bisschen unfallfreier hier durch die Gegend fahren. Versuchen, zumindest. Ein bisschen. Eventuell mal gucken. Oh. So nicht, mein Freund, so nicht. Oh, komm schon, Opi. Oh, dass die dann immer... Ja, fahr doch. Dass die dann immer auf die Bremse treten müssen, die Penasse. Oh, den Wagen hatte ich, glaube noch nicht. Na, egal. Wird sich wahrscheinlich eh beschissen, wenn es ein Rennwagen ist. Ein Sportwagen, wie auch immer. So, komm schon. Wir werden das ja wohl bald mal noch schaffen hier alles. Wo ist denn das? Ach, auf der anderen Seite auch noch. Nee, fahr mal. Komm, wir fahren der blauen Markierung hinterher. Die führt uns da vorne lang. Na dann, wie gesagt, hoffen wir einfach mal, dass wir ihn finden und ihn zur Strecke bringen können. So, schnell rein da. Bevor er sich anders überlegt. Wartet hier schon jemand? Nö. Aber schön, dass immer die Tür offen ist und keiner zu Hause. Ja. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unseren Code im CityOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert Desert die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Na, dann lassen wir den halt mal ein Hintertürchen. So, was haben wir denn hier? Da ist offen. Ne, jetzt muss ich da unten aufmachen, ne? Wo da so? Nee, doch noch nicht da so. Ach doch, so. Nee. Ach so, okay. Jetzt dort unten auf. Dann müssen wir da lang. Nee, wo geht's denn hier noch? Ach doch, nee, doch nicht. Das da drüben haben wir noch gar nicht. Da geht's lang. Ja, einmal so und... Tada, da geht's weiter. Oh, da sind wir schon drin. Sehr gut. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Da hinten ist noch eine Kamera. Wo müssen wir uns denn? Da müssen wir eindringen. Jetzt wird's ein bisschen knuspriger, oder? Nee, doch nicht. Das war schon der Satellitenablink. Na dann, schauen wir mal. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibo und das ganze System rüben. Das hält Damien auf. Ich finde. Tja, Blackout. Mal ein bisschen anders, oder was? Nee, doch kein Blackout. Oder doch? Doch, CityOS Blackout. Okay. So, wo mutzen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ach, da drüben ist ja. Ah, ein Boot finden und hinfahren. Okay. Na, dann suchen wir den Penner mal. Mal gucken, was der sich da für eine Festung gebaut hat. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den
stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Ganz sicher werden wir dich kriegen, ganz sicher. Und wenn wir 3, 4, 5, 7, 9, 12 Anläufe brauchen, dann auch werden wir es trotzdem irgendwann, irgendwann gibt uns das Spiel das, was wir wollen. Und zwar deinen Tod, nehme ich mal an. So, ah ja, hier gibt es mehr als genug Bötchens. Dann suchen wir uns mal eins aus. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir eins von den beiden, weil sonst keine hier sind. Okay. Was stehst du denn hier allein? Was hast du denn? Du wolltest doch bestimmt ein Boot klauen, oder? Der steht alleine hier im Nirgendwo mit dem Regenschirm. Der wollte definitiv ein Boot klauen, der Penner. So was macht man nicht. Arsch. So, da ist ein Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Das ist den hier. Na, hoffentlich. Erwartet uns nicht allzu viel hier. Plumps. Ja, ja, schwimmen, schwimmen, mein Freund. So, was müssen wir hier machen? Und wie kommen wir hier rein? So, Schritt 1 ist gemacht. Ja, reicht, ja, reicht, ja. So, wo ist der Drecksack? Ach, oben irgendwo. Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Na, hoffentlich. Mit dir ist bald vorbei. Na, da bist du. Raschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey, fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb liegt das schief. Ihr könnt ja was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auf. Gib her. Na komm, gib her. Na, das ging doch. Was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen.
Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück, bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Schön war's. Ah, kommt schon an. Das war's schon, okay. Na gut, das Ende ist ein bisschen... Noch einmal. Bürgermeister oh, da kommt noch was. Ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0. Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0 macht smarte Städte noch smarter. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch? Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erfahren. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, Dankeschön. Netzwerk hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unseren Ruf von Schwächlingen und stark geschadet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Während sich Chicago noch von den schockierenden Enthüllungen im Mordfall Rose Washington und dem Tod des Bürgermeisters erholt, ist das Interesse an Politik und Wahlen erloschen. Einer der Namen, die für Chicago gehandelt werden, ist der von Blooms PR-Chefin Charlotte Gardner. Ihre Unterstützer meinen, dass Miss Gardner die Glaubwürdigkeit wiederherstellen wird, die Chicago dringend braucht. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an.
Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. So, jetzt probieren wir es mal nochmal. Sind sie jetzt fertig? Ich meine, es ist ja schön, dass noch so viel nebenbei gezeigt wird an Infos und so, aber doch, das Ende war ein bisschen, ein bisschen schwach. Zwischendrin ein bisschen nervig, aber einfach nur, weil ich es manchmal nicht geblickt habe oder das einfach von der Sache her immer wiederholt und wiederholt. Es waren halt immer so kleine Schusselfehler, aber naja. Im Großen und Ganzen fand ich eigentlich gut. Doch. Kann man nicht meckern. Hat sich doch gelohnt. Als nächstes steht dann Watch Dogs 2 an. Mal gucken, aber ich habe mich schon mal gespannt. Ein bisschen angeguckt habe ich mich schon, beziehungsweise nur Grafik und mal 10 Minuten angespielt, aber das war es auch schon. Doch, da hoffe ich mir schon ein bisschen was und da werde ich dann auch nicht nur... Oh, da kommt noch was. Geht gleich weiter. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich habe noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben. Jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordi könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet? Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Ja, zum Teil haben wir das entschieden, würde ich sagen. Na, auf jeden Fall. Als nächstes dann gleich Watch Dogs 2 hinterher schieben. Und dann mal gucken, was da... Oh. Okay, dann kommt hier doch noch ein bisschen was. Ach, da sind wir ja. Hallo. Ach komm, was kann er schon dafür? Ich wusste, dass du kommst. Kerle wie wir wissen nie, wann genug ist. Maurice, hast du ein Glück, dass ich schon genug getötet habe? Finde ich zumindest. Es gibt keinen letzten. Na komm, gib mir einen Grund, mein Freund, gib mir einen Grund. Jetzt bist du. Aber jetzt können sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt! Verstanden? Wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker. Ich wusste es.
Ich wusste es. 1, 2, 3, 5, was auch immer das heißen soll. Aber komm, als guter Abschluss. Na komm, bin ja nicht so. Ciao. Na komm, das musste sein, zum Schluss nochmal. Ja, wie gesagt. Ich fand's gut eigentlich, soweit. Kann man nicht meckern. Naja, ein bisschen was zu meckern gibt's immer, aber welche Spiele schon perfekt, ne? Gibt immer irgendwas, was verbesserungswürdig ist, was man hätte anders machen können. Aber so an sich, von der Grundstimmung her, fand ich's gut. Gab bestimmt viele Möglichkeiten, die ich jetzt alle nicht ausgetestet habe, weil ich, wie gesagt, ja nur die... mir ging's ja eigentlich nur darum, um die Story mal einen Fuß in die Welt von Watch Dogs zu bekommen, um dann als nächstes gleich mit Watch Dogs 2, was schon auf der Platte lange rumschlummert, weiterzumachen. Und dann, ja, würde ich sagen, war's das von mir. Ich hoffe, da kommt nichts mehr, aber ich glaube nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Und ja, wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns halt bei Watch Dogs 2 wieder. Ansonsten bei irgendwas anderem vielleicht. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Spiel. Mal kurz gucken, lieber, ob hier noch irgendwas drücken. Okay. Hatte das CTOS ein erfolgreiches Jahr? CTOS Chicago setzt Maßstäbe. Wir sind stolz, in mehrere große Städte des Landes und in die ganze Welt zu expandieren. Es gibt nichts Besseres, um die Stadt an ihre Türschwelle zu holen. Freuen Sie sich auf CTOS 2.0. CTOS, die Zukunft ist ein Tastendruck entfernt. Ah, okay, gut. Also man könnte jetzt natürlich, klar, hier noch durch die Gegend laufen, alles noch, noch im Nachhinein alles fertig machen, aber wie gesagt, das machen wir hier nicht, da schauen wir dann mal, ob es in Watch Dogs 2 wird es wahrscheinlich auch mehr als genug zu tun geben. Und dann, wie gesagt, das war's hier von mir. Mir hat's gefallen. Bis auf ein paar Passagen, die man hätte sparen können. Aber wie gesagt, das gehört alles dazu. Lief soweit ganz gut. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei irgendeiner nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao, ciao.